Die Vision, die der Dritte im Bunde, der Italiener Galileo Galilei, hatte. Galileo Galilei ist nämlich der Meinung, dass er weiß, in welcher Sprache das Buch der Natur geschrieben ist. Das ist die Sprache der Mathematik. Und er sagt, wer die Sprache der Mathematik kennt, der kann auch im Buch der Natur lesen. Deshalb schlägt er ja vor, dass man Naturgesetze ergründet. Kepler gelingt das tatsächlich, übrigens Galilei gelingt das leider nicht. Er versucht, das Gesetz des freien Falles zu ermitteln. Aber das ist übrigens gar nicht so leicht. Sie können das ja mal selbst versuchen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen einfach so an einem Tisch, haben einen Kugel in der Hand oder einen Kugelschreiber und lassen den fallen. Das geht ziemlich schnell, bis das unten ist. Wenn Sie jetzt die Strecke vergrößern wollen und verkleinern wollen und dann eine Abhängigkeit zwischen der Strecke und der Zeit ermitteln wollen, müssen Sie vor allen Dingen einen genauen Weg finden, um die Zeit zu messen. Das ist gar nicht so leicht. Sie können heute natürlich in irgendeinen Laden gehen und eine Stoppuhr kaufen, aber Galileo Galilei konnte nicht eine Stoppuhr kaufen. Er musste sich andere Wege überlegen, die Zeit zu messen. Er ist zum Beispiel auf die Idee gekommen, den Pulsschlag zu messen, aber er ist vor allen Dingen auf die Idee gekommen, die Bewegung des Falles zu verlangsamen und hat deswegen eine schiefe Ebene erfunden. Dann rollt die Kugel langsamer runter. Ich kann die einzelnen Strecken besser bestimmen. Und dieses Experiment ist heute noch im Deutschen Museum zum Beispiel zu sehen oder in anderen Wissenschaftsmuseen. Sehen, dass man eine rollende Bewegung anschaut, um daraus die Gesetzmäßigkeit der Bewegung überhaupt zu bekommen. Aber Galilei kriegt auch das nicht ganz hin, aber das ist jetzt ein Detail, das nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass er grundlegend die Botschaft verkündet, dass die Sprache, in der das Buch der Natur geschrieben ist, die Sprache der Mathematik ist. Und nur wer sie beherrscht, kann darüber etwas sagen. Und das ist eine Vision, ein Gedanke, der uns offenbar allen einleuchtet und der sich in den kommenden Jahrhunderten auf wunderbare Weise bestätigen wird, wie ich noch im Näheren ausführen kann. Galilei ist übrigens auch noch ein anderer Fortschritt zu verdanken. Er kommt nämlich auf die Idee, dass wenn es Grundgesetze gibt, die einer ganz bestimmten Symmetriebedingung genügen müssen. Also was er tut im Grunde genommen, er macht Gedankenexperimente. Er macht nicht nur Experimente, dass er Kugeln rollen lässt oder dass er Steine fallen lässt, sondern er macht Experimente in Gedanken. Und er stellt sich zum Beispiel vor, dass wenn er auf einem Schiff ist, das gleichmäßig fährt, er eigentlich nicht unterscheiden kann, ob das Schiff in Ruhe ist oder ob es gleichmäßig fährt. Also wenn es keine Beschleunigung erlebt. Das haben Sie alle schon erlebt, wenn Sie selbst einmal in einem Flugzeug sitzen und das Flugzeug hat gerade keine Beschleunigung, kein Luftloch, in das es fällt, dann haben Sie das Gefühl, dass es so wie auf der Erde ist. Der Apfel fällt nach unten, Sie können das Buch nochmal umschlagen, es ist nichts Besonderes. Und die Frage ist, dann sagt das, die Überlegung ist bei Galilei, wenn das so ist, da muss ein Naturgesetz invariant sein gegenüber solchen Änderungen. Das Naturgesetz muss für den Beobachter, der am Boden steht und für den Beobachter, der im Flugzeug ist oder in seinem Fall auf dem Schiff fährt, das gleiche sein. Das nennt man Galilei-Invarianz. Das ist ein grandioser Gedanke, der bis in die Moderne hinein von Bedeutung ist und das auf diese Weise gewissermaßen zeigt, wie das Anwenden von Symmetriebedingungen zu wissenschaftlichen Fortschritten führen kann. Da ist Galilei ein ganz großer Meister.